Ein rivaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zum Thief Simulator. Lang ist es her. Letzte Woche Montag kam das letzte Video. Ich hoffe mal, dass es dieses Mal besser klappt. Ich hoffe auch, dass es auf Anhieb klappt mit dem Aufnehmen und nicht irgendwelche Tonspuren kaputt sind oder einfach nicht vorhanden sind. Ich nehme wieder mit dem alten Headset auf. Das neue Headset habe ich seither nicht mehr benutzt, weil, ja, bevor da irgendwie irgendwas wieder schief geht, dachte ich mir, ne, lass ich mal. So, wir müssen immer noch hier die Kamera rausholen. Immer noch keine Ahnung, wie ich das am besten anstellen soll. Ich muss halt irgendwie die Routine von den Hausbewohnern erfassen. So, hier hinten waren ja keine Fenster, scheiße. Und natürlich sind jetzt, ja klar, schon mitten in der Nacht. Wie viel Uhr haben wir denn? 0.13 Uhr. Die müssten doch jetzt eigentlich schlafen. Theoretisch müsste ich doch jetzt da reinkommen können, ohne entdeckt zu werden. Nö, irgendwie, ne. Wie komme ich denn da jetzt rum? Ja, scheiße. Zockt er da wieder? Die eine ist nicht zu Hause, aber er ist halt die ganze Zeit zu Hause. Das ist doch scheiße. Zwei Garagentorschalter. Ja, was mache ich jetzt? Wie kriege ich den da weg? Und wenn jetzt gleich die andere Person noch nach Hause kommt, dann ist ja richtig kacke. Nimm's doch! Junge! Wo ist denn jetzt die andere Überwachungskamera? Oh. Na, Halleluja. Achso, ja, und richtig geil fand ich auch. Ja.
mich aufgeregt über das Zeug hier und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ich für die, für welche war es, für die 106 mir die ganzen Sachen gekauft habe und nicht für das Haus, wo ich aktuell versucht habe einzubrechen oder also, wo ich den Auftrag halt hatte. Mit E kann man nicht laufen. So, Black Bay, wo ist denn jetzt Elektronik? Und ich habe doch noch die Uhr. Die Uhr. Oh, $3,200. If you want a good car, you gotta disable the alarm. Ja, natürlich. Und das kann ich jetzt wieder nicht, oder? Weil ich noch nicht so weit bin. Ich brauche 2 Skillpunkte und habe nur einen. Und brauche noch ein bisschen was. Was sagt das Forum? Haben wir irgendwo Routinen? Nee. Aber hier können wir ja noch Routinen kaufen. Ich habe ja für die 106 habe ich jetzt Routinen gekauft. Das heißt, da müsste ich doch jetzt eigentlich einbrechen können. Erstmal wieder zurück zu den einfachen Sachen. Klar, die sind einmal kurz beide nicht da, ansonsten sind die wohl immer da. Was für ein Tor war denn das? Das Fenster offen. Bin ich da schon eingebrochen? Nö. Hä, aber ich habe mir für die 106 die Routine gekauft und jetzt ist da doch nicht die Routine mit drin, oder wie? Safe. Ja gut, das bringt nicht viel. Festplatte. Ah, so ein Headset. Kopfhörer nehmen wir mit. Nix. Können wir auch gebrauchen. Das bringt ja alles Geld und auch alles EP. Wäre halt gut, wenn ich irgendwo die zumindest mal kurz sehen könnte, damit ich weiß, oder damit ich die halt... Ja, was war das jetzt? Irgendwas konnte ich gerade... Achso,
Ach, die Person liegt im anderen Raum. Die liegen beide im anderen Raum. Und jetzt ist die... Jetzt ist das Ding abgeschlossen. Scheiße. Aber theoretisch müsste ich doch mit dem Glasschneider einfach nur das andere aufmachen können. Solange ich weiß, wo die sind. Ist ja alles gut. Und die sind gerade aktuell hier unten. Den kann ich nicht mitnehmen. Okay. Ups. Hey, wie denn? Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Oh nein! Ich fahre da jetzt den Berg runter, das ist mir alles egal, Leute. Oh. Ich komme hier noch weg. Oh, scheiße. Ihr kriegt mich nie. Boah. /791. Welcome back. Ja, hi. So, und wenn ich jetzt zurückfahre, da werde ich da gesucht, genau, oder? Hi. Aber das Krasse ist halt, dass die Person hier, die eine, eben nur ganz kurz nicht zu Hause ist und ansonsten ist die immer zu Hause irgendwie. Da war auch einer immer zu Hause und hier sind, glaube ich, beide mal nicht zu Hause. Genau jetzt sind sie nicht zu Hause, alles klar. Gucken wir nochmal durch. Ich glaube zwar nicht, dass ich da noch was finde, weil da war ich jetzt schon zwei oder dreimal drin. Wir nehmen einfach alles jetzt mit. Alles, was irgendwie was wert sein könnte, wird eingeschoben, mitgenommen. Mit. Auch nochmal mit. Haben wir zwar schon, aber nehmen wir nochmal mit. So, hier war ja nur Ding. Äh.
Hauptsache, ich krieg dir irgendwie die XP da zusammen, damit ich dann hier weiterkomme. Fernseher. So, und jetzt muss ich eigentlich schon wieder raus. Und dann müsste ich ja eigentlich alles zusammen haben. Diesmal. Also von den XP her meine ich jetzt. Wobei, ja, die meisten Sachen haben wir ja schon mal rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so viel bringt. Ne, bringt nicht so viel. Welcome back. Mann. Wobei, ich guck noch mal kurz zu Hause. Da die Blumenvasen und so, die kann man ja eigentlich auch dann über Dings verkaufen, über Black Bay. Ob da noch irgendwie davon was gesucht wird. Eine Vase. Davon haben wir nichts. Ein Radio. Ja gut, dann können wir eigentlich alles verkaufen. Aber das mache ich jetzt einfach mal so, ohne Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch einen Kommentar. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.